So, und damit willkommen zurück zu The Last of Us, die letzten von uns. Ziel halt richtig, Menschenskinder. Passiert ja so Apps auch nicht. So. Was heißt jetzt da ausschwärmen? Ja, wo ist das hin? Hey, weg oder was? Blöder Sack. Der da drüben. Ja, das ist ja schon blöd. Ich pack ihn, er sieht's einfach nicht. Oh nein. Hier ist er. Wer ist hier? Wen meinst du? Warum haben die alle plötzlich Sturmgewehre? Ist schon ein wenig merkwürdig, gell? So. Was war das? Deine Was war Mama. das? Deine Mama. Gib mir den scheiß Stein. Okay, wenn er jetzt hier reinkommt, können wir ihn uns schnell holen.
Höchste Konzentration jetzt. Das wird eine Tau. Schnell, die gehen um. Irgendwelche Überraschungen für mich? Hm? Oh ja. Das war Überraschung Nummer 1. So. Wenn mir schon ein Sturmgewehr gibt, Leute, dann hätte ich aber auch gerne Munition dafür. Wo ist schon der Kerl jetzt da hin? Der ist da drüber, okay. Er ist nicht hier drüben! So. So, gut. So, müssen wir mal in die Richtung hier, hätte ich gesagt. Da drüber will er mich ab. Nein, Mann, ich hab hier nicht. Sollte hier besser kein Licht anmache. Ich glaube, das ist jetzt hier. Drüber ist einer. Aber da ganz hinten dran. Aber warum sind die scheiß Fireflies jetzt auch böse? Weil Gruppe alles in dem Spiel will uns umbringen. Heiltempo brauche ich eigentlich. Der guckt hier halt die ganze Zeit rein. Oh mein Gott. Verdammt, verdammt, verdammt. Scheiße, verdammt. Der Kraut hat mich echt toll. Oh mein Gott. Auch Himmel verflucht. Ach du Scheiße. Oh Himmel. Gott verdammt. Verdammt. Hey, hast du was gehört? Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Ich glaube, mir tötet den dahin jetzt. Oh Gott, nein. Auch Himmel verflucht. Verdammt, verdammt. Kraut hat mich echt toll. Oh nein. Ach du Scheiße. Verdammt. Oh mein Gott. Schnell. Oh verdammt. Da.
da? Was zum Teufel? Was war das? Geht's da weg? Ich kann es dir nicht sagen, was das war. Ich will aber die 30 Schuss noch, wo ich da liege, gelassen habe. Und gute Nacht. Da gibt mir auch keine Munition dafür. Satans Brate allesamt. Wie viel ist denn noch hier? Einer anscheinend. Okay, aber wobei, wenn wir ihn jetzt schnell fangen. So, gut. Dann nehmen wir hier wieder doch die Schrot, vorsichtshalber. Man weiß ja nicht, was passiert. Hier ist alles voll. Okay. Da ist das Firefly-Logo auf dem Ding. Okay, ich glaube, wir müssen nach da. Scheiße, er ist nicht hier. Ausschwärmen! Was war das? Hier ist... Dann wirst du bezahlt! Die Kacke nicht panzerbrechend.
Irgendwo brennt das so Ding. Hier. Das gleiche Neues. Alles ist voll. Schau mal, wie professionell ich hier spiele. Alles, was man bekommt, habe ich schon maximal. So, voll. So, weg damit. Reicht's jetzt? Jawohl, jetzt reicht's. Heiltempo erhöht, perfekt. So, hier ist noch eine Nachricht. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel, haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben, es ist nicht umsonst gewesen. Aha, okay. Jetzt haben wir da den falschen Knopf hier gedrückt. So, wir müssen nach dahinter. Müssen wir doch hier durch. Ja. Kann sie ja eigentlich nur hier drin sein. Nee. Hier ist niemand. Was soll ich dann hier? Was bringt das jetzt? Gar nichts anscheinend. Ich habe eine sehr unfaire Situation hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne Like und Abo dalassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder beim anderen Video. So, was haben wir hier? Hier ist so eine Art Tagebuch schon wieder. 15. März. Wir haben endlich die Grenze von Utah überquert. In einigen Tagen werden wir über die bei der anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um ihre Moral gemacht, seitdem Greg und Tania letzte Woche von uns gegangen sind. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufpasst, Marlene. Es war eine kleine Geste, aber haben sie gebraucht. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert, zumindest von den anderen.
Sie freut sich, ihren alten Freund wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem mehr sprechen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe. Aber jetzt will ich nur noch die Augen schließen. 24. März. Sie sehen mich an. Und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätten sie tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden von gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich muss sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich es wissen sollen, dass sie Firefly-Eskorten bereits tot waren? Verdammt. Ich bin in Panik geraten. Letztendlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebten den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Ich habe dich enttäuscht, Anne. Ich habe uns allen enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anfängerin. 25. April. Ich kann nicht mehr mit ihnen reden. Ich halte ihre Blicke nicht mehr aus. Ich kann hier nicht bleiben. 28. April. Einer unserer Kundschafter hat uns gerade gefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagt, sie könnte rothaarig sein. Ist sich aber nicht sicher. Was ist, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene. Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrst hast, suchst du nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich es aufreg, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Da haben wir ihr Tagebuch gefunden von der Alte. Okay, hier waren wir schon. Dann müssen wir hier entlang. Hier ist so Abstellraum. Ne, kein Abstellraum. Hier ist so Arztzimmer, habe ich gemeint. Was ist hier? Okay, nee. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Wo muss ich dann hin? Hä? Weiter nach dahinter anscheinend. Da muss ich echt nach dahinter. Aber so wie es aussieht, sind ja da wieder die Gegner. Hier ist überall kein Ausgang. Das heißt, ich muss mich dann wieder hier durchkämpfen. Naja, aber wie wir uns hier durchkämpfen, das ist eine Sache, die wir uns in der nächsten Folge anschauen werden. Deswegen eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da.